Hallo Freunde des Sports oder gepflegten Unterhaltung. Wir sind wieder bei FIFA 14 mit der Spielerkarriere und wir spielen als nächstes gegen Norwich. Und ja, ich bin gespannt, ob wir unsere Form vom letzten Mal halten können gegen Swansea. Haben wir ja wieder mal relativ eindeutig gewonnen. Und mal sehen, ob wir das jetzt bestätigen können. Da wurde mir auch zuletzt noch gesagt, ja, der Wilshire, den ich hier immer so nenne, der heißt Wilshire. Das ist mir schon bewusst. Also ich nenne den meistens absichtlich so. So. Und dann wollen wir mal anfangen mit Wilshire auch im Team. So, Wilshire ist jetzt hier gleich am Ball und jetzt geht's mal richtig los. Jovetic läuft durch. Was macht denn die Mannschaft hier? Ja, schön, dass er uns den Pass zu spät gibt. Oh, und Sinclair fälscht den noch ganz, ganz ungünstig ab, so dass der Ball nicht drin ist. Sonst hätte das hier mal ein ganz guten Tor werden können. Gleich zu Beginn. Muss mich gerade mal dran gewöhnen, dass wir hier Stürmer sind und so weiter. Denn die Spielerkarriere habe ich schon eine ganze, ganze Weile nicht mehr aufgenommen. Ich nehme das ja alles immer vorab auf hier. Oh, da hätte es beinahe sogar einen Elfer geben können. So, Jovetic, du darfst. Nochmal. Ja, gut. Die Chance ist dann wieder gelaufen. Ah, der war ein bisschen weit, oder? Kommst du noch ran? Nee. Schade. Aber er war noch dran, bevor er ins Ausgelaufen ist, weshalb der Pass dann, glaube ich, angekommen ist. Was unserer Note jetzt hier keinen Abbruch tun soll. So, Semi spielt wieder. Ist das eine echte Alternative, die sie sich da geholt haben? Ich dachte, das wäre irgend so ein Jugendspieler. Butterfield. Unsere Leute bedrängen nicht wirklich. Weshalb die jetzt hier auch zu einer Chance kommen. Und die ist gar nicht so schlecht vom eigenen Mann hier auf den Torwart verlängert. Das kann auch böse ausgehen, aber Joe Hart passt natürlich auf. Und deswegen das Ganze natürlich hier relativ sicher. So, dann kommt Sinclair hier im Doppel mit uns. Ja, das wird wieder nix werden. Da gibt's die, wow, die Flanke, die war gar nicht ungefährlich, aber sah schon nicht danach aus, als ob die sinnvoll reingebracht würde. Ist ja meistens so. Wenn sie denn flanken, da kommt nicht wirklich was frei rum. Bei den KI-Spielern. Uiuiuiuiui. Joe Hart hat ihn. Sind hier ein bisschen weit hinten. So, Özil. Bisschen abseits da vorne, Kollege. So, Lauf. Oh, der läuft sich da wieder fest. Komm, spiel, Özil. Wir haben doch keine Zeit, Mann. Ja. Jovetic macht irgendwie gerade ein bisschen Murks. Läuft nicht wirklich in die freien Räume, sondern bleibt an dem Mann stehen. Deswegen haben wir da Probleme momentan, den da auch wirklich vernünftig anzuspielen. Er sollte sich auf jeden Fall mal ein bisschen besser positionieren. Das wäre so mein Tipp für ihn. So, der Ball ist sicher. Milner hier auf Kompanie und jetzt sollte er dann nach vorne gehen. Na, komm. Oh, warum spielst du denn so blöde? Und somit gibt es jetzt wieder den Gegenangriff. Allerdings sind die nicht so gefährlich hier. So, da gibt es den Einwurf. Viel mehr konnten wir da nicht draus machen. Wurden da gedoppelt. Und ist ja meistens momentan so, dass wir hier gedoppelt werden. Oh, Jovetic wieder mit einem ganz, ganz schlechten Ball. Das ist, glaube ich, heute nicht so sein Tag. Werden wir mal gucken, ob der sich hier noch fängt. Oder ob das hier gerade so seine Form sein soll. Ja, und demnächst startet ja endlich die WM. Deutschland momentan so ein bisschen verletzungsgeplagt, wenn man es mal so nimmt.
Ich glaube, alle defensiven Mittelfeldspieler außer Khedira, welcher jetzt gerade genesen ist, sind verletzt. Also alle, die sonst Stamm gespielt haben. Die beiden Bender, Brüder, Gündogan und ich glaube, Schweinsteiger ist auch noch verletzt. Also da haben wir große Probleme auf der Position. Ich weiß nicht, ob Schweinsteiger fit wird bis dahin. Ich glaube, dass das noch so die Personalie ist, die, mit der man am ehesten rechnen kann. Aber ansonsten ist es echt schwierig da auf der Position. Oh ja, Jovetic. Und das mit dem schönen Pass abgeschlossen. Und da macht er's. Šuto Šutovský mit seinem 17. Tor. Doch noch gut gespielt hier von Jovetic. Auch uneigennützig. Hier hat er. Ah, das ist gar nicht mehr drin. Hat einen schönen Bogen geschlagen vorher. Was im Endeffekt den Angriff erst einleiten konnte. Und so sind wir wieder 1 zu 0 vorne. Und gegen Norwich ist das, glaube ich, auch realistisch. Und Torwart kommt raus, meine Herren. Ein Glück ist der so taub. Der hätte ganz gut drin sein können. Der Torwart nicht wirklich das gemacht, was er sollte, aber naja. Was soll man machen, ne? Ach, wir laufen mir so ideal hier vorne in die freien Räume rein. Das finde ich auch immer toll. Das kann ich bei der Trainerkarriere nicht so gut machen. Hier ist es so, dass wir wirklich nur diesen einen Spieler haben und somit können wir uns komplett darauf konzentrieren, in die freien Räume zu laufen. Auch wenn wir die Pässe hier meistens nicht bekommen. Und wenn wir so bekommen, dann meistens irgendwie flach. Aber naja. Probieren kann man es ja. Jovetic ist so derjenige, der uns hier immer gut bedient. Werden hier abgedrängt, aber die schaffen es nicht, uns wirklich vom Ball zu trennen. Und jetzt aber. Oh. Gleich zwei Verteidiger dazwischen, sodass der Ball nie wirklich gefährlich ist. Foul! Da gibt's den Elfer für. Ja, ich glaube, herausgeholte 11 Meter ist auch noch so eine Leistung. Aber da konnten wir natürlich nichts machen. Der hat uns hier richtig schön weggeholt. Und dafür muss es dann auch einen Elfer geben. Jorrit schießt den, das ist ungünstig. Mal sehen, ob wir den Abpraller bekommen. Ne, kriegen wir nicht. Aber wie ihr seht, ist es sehr, sehr schade, wenn man so einen Elfer hier bekommt. Denn die werden meistens verkloppt. Also ich sag mal, das ist so eine Prozentzahl von 25%, dass das Ding reingeht. Und eigentlich soll es genau andersrum sein. Deswegen würde ich die lieber selber schießen wollen. Denn bei mir ist die Prozentzahl, dass der reingeht, so circa bei 80%. Komm, weiter geht's. Na, kommen wir im zweiten Mal nicht vorbei. Der stand da ein bisschen ungünstig, sonst wären wir da durch gewesen und hätten den Schuss abgeben können. So, Butterfield. Die sind nicht allzu schnell da vorne. Und das schnelle Umschaltspiel, das kriegen die auch nicht gebacken. Was unser Glück momentan ist. Hätten hier schon 2-0 führen müssen. Aber gut. Wollen wir das Jovetic mal nicht vorhalten. Wie gesagt, jeder hat mal eine Formschwäche. Bei ihm scheint die momentan hier angebrochen zu sein. Na, weiter geht's. Jetzt aber! Oh, da schießt er wieder den Mann an. Das kann nicht wahr sein. Geben hier die perfekten Pässe auf die Jungs und da passiert erstmal gar nichts. Semi kriegt den Ball doch noch. Na, da habe ich hier, glaube ich, ein bisschen zu früh gefordert. Hätte ich den Jovetic auch nochmal laufen lassen können. Jetzt aber! Der ist doch mal drinne hier, meine Herren! Wie frei der da steht. Haben sich wieder alle auf uns konzentriert hier. Die zwei Mann haben gedacht, Mensch, gehen wir da mit. Und ja, die Nummer 10 ist nicht mitgelaufen. Somit Jovetic komplett frei. Freier geht's gar nicht. Und das ist das 2 zu 0. Sieht alles ziemlich einfach aus, was gerade so passiert. Aber ist auch der Tatsache geschuldet, dass wir mittlerweile wirklich einen klasse Spieler haben, der meistens alles richtig macht. So. Den nehmen wir mit. Ja, das Steilpassspiel, das funktioniert. Und nochmal. Oh, schade. Wäre auch wieder eine gute Gelegenheit gewesen. Und ja, zuletzt wurde mir dann doch mal ein bisschen Feedback gegeben, von wegen, dass euch die Einstellungen natürlich so auch nicht gefallen haben, wo wir dann 21 Chancen haben und der Gegner keine. Das habe ich mir schon gedacht. Deswegen habe ich es ja jetzt wieder auch. Ich glaube, das ist jetzt wieder fast
Ausgangslage. Können wir gleich gerade gucken. Ja, also hier die ganzen 50er Werte, dann hat man hier zwei Werte oder drei sogar, die noch anders sind. Wobei, das können wir eigentlich wieder auf 50 machen. Und die Häufigkeit von Vorstößen und Manndeckung. Das sind die zwei Sachen, die mir wichtig waren, dass sie endlich mal ein bisschen besser funktionieren. Deswegen habe ich da minimal an Werten geschraubt. Und beim Gegner habe ich den Antritt ein bisschen runtergenommen. Ansonsten dürfte alles auf, ja, Standard sein. Das sind die Sachen, die ich ein bisschen nachkorrigieren musste. Denn es ist ein bisschen unrealistisch manchmal, wie der Antritt beim Gegner funktioniert. Nämlich, wenn man sich dreht und mit dem Ball dann weg ist, dann schafft es der Gegner manchmal trotzdem, schneller zu sein als man selbst, obwohl man den schon ausgenascht hat. Und das fand ich ein bisschen unrealistisch. Deswegen diese kleinen Veränderungen. Ui. Aber ich hoffe, damit könnt ihr leben. Momentan haben wir einfach nicht die starken Gegner, die jetzt uns hier großartig Probleme machen können. Deswegen sieht es momentan immer so relativ eindeutig aus. Liegt nicht unbedingt an diesen Einstellungen. Es klappt einfach auch alles, was so diese ganzen Pässe und so weiter angeht. Und diese Steilpässe hier in den Lauf, die kommen halt meistens so, wie sie sollen. Jetzt gerade mal nicht. Werden halt noch zu häufig flach gespielt, beziehungsweise so halb hoch. Ist natürlich nicht gut. Der war schon im Abseits, ne? Ja. Schade. Das ist immer die Sache, ich will mich mal erst anspielen lassen, wenn ich dann auch frei bin. Und in der Situation war ich schon im Abseits, deswegen war das natürlich ein bisschen ungünstig. So. Wir werden natürlich probieren, hier das ganze Spiel über mitzuspielen. Ich glaube, das nächste Spiel ist erst in einer Woche. Ui, Jovetic komplett durch. Würde er was draus machen? Ist wieder fraglich. Özil vertändelt da so ein bisschen den Ball. Oh, schade. Und nochmal. Und jetzt gibt's die Ecke. Ja, Jovetic. An guten Tagen macht er auch solche Dinger. Wollten da vorbei, sind aber nicht ganz vorbeigekommen. Jesus Navas kommt hier gegen Milner. Mal sehen, ob wir was mit dem Kopfball anfangen können. Ich glaube ja nicht. So sowieso nicht. Ja, das war mir wieder so eine Eckball-Variante, die kein Mensch verstehen muss. Und, oh, meine Herren, der Bann, der hält auch was weg. Nachdem wir jetzt hier die dritte vernünftige Chance hatten. Ach Gott. Aber die Gegner hatten auch schon ihre Chancen. Allerdings sind die vorm Tor ziemlich ungefährlich, muss man sagen. Der eine Kopfball, der hätte drin sein können. Und eben tanzt ja auch nochmal eine Gelegenheit. So, Navas, auf geht's. Da ist jetzt keiner mehr drin. Ah, wollte ich wieder flach geben und brauche wieder ein bisschen zu lange. So, Redmond spielt hier auf Butterfield. Ja, das sind wie gesagt alles noch nicht so eine Gegner. Ich glaube, demnächst dürfte wieder Liverpool anstehen. Ich habe mal so ein bisschen vorab geguckt. Wollte mal da so ein bisschen was von wegen Screenshots und so weiter machen. Aber bin ich mir noch nicht so ganz sicher, ob ich da das Ganze umstelle auf Thumbnails und so weiter. Das dauert dann doch immer ein bisschen länger. Komm, den kriegen wir. Oh, schade. Am letzten Mann sind wir nicht vorbeigekommen. Ansonsten hatten wir alle schon ausgenascht hier. Ui, der Torwart macht erstmal gar nichts. Obwohl der dann doch ziemlich knapp war. Und vor allen Dingen war der eigene Mann noch dran. So sollte man den eigentlich nicht annehmen. So, Navas. Ja, die spielen wieder diese dämliche Variante. Eine Ecke ist dazu da, da mal wirklich vorne den Ball reinzuschlagen, wenn alle dastehen. Oh, meine Herren. Ein bisschen zu doll. Sonst hätten wir das Ding da reingewirkt. Schade. Haben jetzt hier eine gute Gelegenheit wieder versäumt. Könnten natürlich hier, was die Torjägerliste angeht, wieder ein bisschen aufholen auf Jovetic. Momentan sind wir hier gleich auf wieder in diesem Spiel, also keiner holt auf den nächsten auf. Und da ist er wieder drin, wieder am Torwart vorbeigeschlenzt. 18. Tor und somit holen wir doch noch auf. Also die Gegner sind leicht überfordert mit uns. Aber Norwich, wie gesagt, auch nicht so der große Gegner. Wieder am Torwart vorbeigeschlenzt. Kann er nicht wirklich was machen. Das klappt mittlerweile ganz gut hier mit dem Schlenzen. Sonst hat man da immer so unsere Problemchen. Aber ich glaube, die Werte dürften mittlerweile auch so sein, dass man die mal gut so unterbringen kann. Vorher war es so, dass wir da oftmals Probleme hatten. Ui, ja, der ist nicht gefährlich. Ja, also das ist nicht unsere Aufgabe da hinten. Deswegen, wir bleiben hier weiter vorne.
Braucht doch nicht irgendwelche roten Kreise um irgendwelche Spieler ziehen. Werde mich da jetzt nicht irgendwo hinstellen, wo ich nicht hingehöre. So, Lewandowski jetzt drauf. Hat der einen besseren Tag als Jovetic? Ja, wieder nicht den hohen Bass gekriegt, wie immer. Das ist ja so, das, was mir hier noch fehlt. Wenn die mal ein bisschen mitdenken würden, wann hoch und wann flach angesagt ist. Dann wäre das perfekt, aber muss ja gar nicht perfekt laufen. Momentan läuft es schon gut. Nein! So, komm jetzt. Den kriegst du. Ja, wir warten erstmal ein bisschen ab. Komm, spiel nach vorne. Weg mit der Murmel. Ja. Und nochmal weg das Ding. Und jetzt hier auf Lewandowski. Der hat aufgepasst mit einem super Pass auf uns hier. Mal gucken, dass wir den nochmal anspielen. Oh, nee, wir sind zu langsam, glaube ich. Oh, der war super. War da noch dran, ne? Ich glaube nicht. Der war natürlich als Volley-Schuss klasse gedacht, aber auch ein bisschen verzogen. Und somit war das, glaube ich, hier die letzte Chance, die wir hatten. Nee, 89. Nee, da kommt noch was. Da kommt sicherlich noch was. Könnte ich mir zumindest gut vorstellen. 2 Minuten Nachspielzeit. Und Lewandowski wieder mit dem flachen Pass. Gib mir einfach mal einen hohen, dann bin ich durch. Das ist selbst bei der Ausdauer möglich. Aber mit einem Flachpass wird das leider nichts. So, Redmond jetzt hier mit der Flanke und der pfeift einfach mal ab. Was ist denn da los? Ich meine, er hat ihn schon weggeköpft, aber hätte man mal länger laufen lassen können. Gut, wir haben aufgeholt auf Jovetic und zwar genau ein Tor. Gucken uns hier noch einmal an, wie wir hier die Dinger vorbeigeschlänzt haben. Waren keine super Tore, ganz klar. Aber ich möchte auch sagen, wir haben ein richtig gutes Spiel gemacht. Der 9,5 ein schlechtes Stellungsspiel. Wir hätten auch ganz gut eine bessere Note kriegen können, glaube ich, für die Leistung. Spielerbewertung können wir uns mal ganz schnell angucken hier. 2 Tore, eine Vorlage. 5 von 6 Schüssen sind aufs Tor gegangen. Erfolgreiche Pässe 19 von 22. Özil war sogar viel besser heute. Hat heute wirklich den Ballverteiler gespielt. Ich sag mal, für einen Stürmer haben wir natürlich extrem viele Ballkontakte gehabt. Abgegangene Dribblings, beziehungsweise abgeschlossene Dribblings, 15 von 21 ist nicht die Welt. Und Flanken waren wir ja heute mal richtig gut. 7 von 8 Flanken sind sogar angekommen. Also da verbessern wir uns auch stets und ständig. Und ja, dann würde ich sagen, gucken wir nochmal schnell auf die Tabelle, wo wir hoffentlich immer noch Erster sind. Mal weiter. Tolle Leistung von Jovetic. Ja, sehe ich nicht so. Erreiche eine Torversuchsquote von 32%. Ja, wir hatten so eine Ziele hier angeprangert. Und durchschnittliche Spielerwertung von 9,0. Das sind erstmal Ziele, wo ich sage, ist eher sehr unrealistisch. Vor allen Dingen haben wir ja in der Zeit so viele Tore gemacht und so weiter, dass die sich da eigentlich nicht beschweren dürfen. So, Tabelle. Wir gucken mal hier generell bei. Ja, FA Cup sind wir jetzt gegen die Stoke City unterwegs. Haben wir da noch gute Gegner? Oh, Chelsea und Arsenal, das Topspiel. Und ansonsten ist Menu auf jeden Fall auch noch dabei. Tottenham Hotspur spielt gegen Wigan Athletic, glaube ich. Also es sind noch die Favoriten auch vorhanden hier. Gut, Tabelle. Wir sind jetzt ein Punkt vor Chelsea. Wir haben ja das geschafft. Haben wir nicht vorher punktgleich mit Chelsea? Gut, und auf jeden Fall erst einmal da vorne relativ sicher. Also was heißt relativ sicher? Wir haben 3 Verfolger, die hier 2 Punkte hinter uns lauern. Mit den Spurs sogar noch. Und Liverpool, Arsenal haben es immer noch nicht auf die internationalen Ränge geschafft, beziehungsweise wären auf den internationalen Rängen, wenn es hier so viele gäbe wie in der Realität. Ist aber nicht so und deswegen würde ich sagen, sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag, euer Shuto.